Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Nutzfahrzeugtester oder Familien-Kompakt-Hochdach-Kombi-Tester des Vertrauens. Ja, wie beginne ich mit unserem Review? Wir waren beim VW Caddy bei der Weltpremiere in Düsseldorf und da habe ich euch schon die Familienvariante als PKW und die Cargo-Variante vorgestellt. Jetzt ist das Coronavirus ausgebrochen. Die ganze Welt sagt, du Schreck, das Coronavirus, wir können gar nichts mehr machen. Wir kaufen alle Nudeln. Aber zum Glück nicht Toyota. Die sagt, okay, wir können zwar nicht reisen, aber wir stellen unseren Toyota Pro A-City und den Pro A-City Verso hier in Köln vor. Hier regnet es zwar, aber was soll's. Deshalb bin ich da und deshalb werde ich euch dieses Auto vorstellen. Ihr findet uns von www.autotester.de. Nicht nur auf YouTube, da habt ihr uns gefunden. Abonniert das, macht mich zum glücklichen Mann. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Wir sind ein ganzes Team. Schaut da vorbei, da seid hauptsächlich ihr unterhalten. Und jetzt beginnen wir mal mit diesem Auto hier und ich habe euch ja die kurze Variante hier als PKW vorgestellt. Und da geht es eigentlich auch schon los mit unserem Review. Dieses Auto hier, ja, das gibt es mit 4,40 Meter Länge und mit 4,70 Meter Länge und das gibt es eben als Verso PKW Variante und es gibt es hier als Kastenwagen für Handwerker, wie er hier steht. Die Verso Variante ist eben eher für Familien. Aber jetzt beginnen wir mal so ein bisschen mit der Historie von unserem Auto. Wo ging es da los? Es gab den Toyota Pro Ace und die Japaner von Toyota haben sich gedacht, dieses Segment ist spannend, aber können wir uns die Plattform leisten? Vielleicht ist es dann rentabel, wer weiß es. Was haben sie gemacht? Die haben bei PSA angerufen und haben gesagt, die Plattform hätten wir gern, denn da steht der Citroën Space Tourer drauf, der Peugeot Traveller und der Opel Zafira Life. Ist nicht meine Paradedisziplin, diese Busse. Ich kenne mich mit dem VW-Bus ganz gut aus. Jedenfalls, die gibt es auf der Plattform und da steht dann auch der Toyota drauf. Und dann hat man gesehen, ja Mensch, da gibt es ja noch eine Klasse drunter, wo übrigens auch der Dacia Docker draufsteht oder der VW Caddy oder der Renault Kangoo. Erinnert euch, das war dieses Auto, was vom Nashorn gebumst wird. Ja, und die sind sehr erfolgreich und dann hat Toyota gedacht, da hätten wir eigentlich auch gern was in diesem Segment, haben wieder bei PSA angerufen, die haben wieder abgenommen und gesagt, ja, die Plattform, die könnt ihr genauso wie beim größeren auch haben, halt nur mit Frontantrieb, Allradantrieb bekommt er nicht. Und was steht da drauf? Naja, da steht der Citroën Berlingo drauf, der Peugeot Rifter oder eben der Opel Combo. Bei den Modellen ist es sehr üblich, dass es die als Nutzfahrzeug oder als PKW-Variante gibt. Es ist auch üblich in verschiedenen Radständen. Und während ich euch jetzt die PKW-Variante kurz gezeigt habe, haben wir hier die Lounge Edition bei unserer langen Variante als Van fürs Handwerk. Und ja, wir haben hier den 130 PS Dieselmotor, ist ein Vierzylinder, 1,5 Liter. Und vorne erkennt er schon, ja, das hat immer noch dieses Auto, das schöne Toyota Familiengesicht, großes Zeichen. Hier haben wir die Chromstangen hier, die sich in den Leuchten wiederfinden. Wir haben kein LED-Licht, das ist in der Klasse unüblich, gerade als Nutzfahrzeug. Lufteinlass hier, sehr PKW-mäßig und ihr seht natürlich schön, hier vorne sieht man, ja, Plastik, das ist fürs Handwerk, das ist was Robusteres. Und dann, wenn ihr es jetzt noch nicht seht, seht ihr spätestens jetzt, kurze Überhänge hier vorne, heißt mehr Platz im Innenraum. Und hier, ja, haben wir halt richtig robuste Stahlfelgen drauf. Wir haben hier 16 Zoll Rad, während das andere 17 Zoll hat. Angetrieben ist das Auto vorne. Hier auch wieder Plastik, Plastik-Spiegelkappen hier. Und während wir in unserer kurzen PKW-Variante hier hinten zum einen Scheiben hatten, haben wir hier keine Schiebetür. Die ist aber auch optional auf der Seite. Und hier hinten ist es einfach verblecht. Plastik hier. Wir haben hier auch noch eine normale Öffnung, um Schlüssel reinzustecken. Das ist auch ganz interessant. Ja, und dann ist noch spannend hier,
Wir haben hier einen AdBlue-Tank, 17 Liter, 50 Liter Dieseltank, hier steht es drauf. Und dann ist dieses Auto hier nicht als Doppelkabine bestückt, was interessant ist, sondern hinten haben wir eine reine Ladefläche. Und jetzt gehen wir mal nach hinten bei diesem Auto, was es ja vorne dann auch übrigens mit Einzelsitzen gibt, aber wir haben auch eine Sitzreihe rechts, dann mit 3 Sitzen insgesamt. Und während ich euch beim anderen Auto vorgestellt habe, dass wir eine normale Heckklappe hatten, haben wir hier jetzt eine asymmetrische Flügeltür hier hinten. Was den Nachteil hat, dass wir die Heckscheibe hier nicht so einzeln öffnen können wie beim anderen, aber den Vorteil hat, dass es vielleicht fürs Handwerk praktischer ist. Wir haben hier auch keine Rückfahrkamera, sondern nur Parkpiepser hinten, die ihr zum Beispiel hier seht. Sehr robustes Element hier hinten, nicht lackiert, was spannend ist. Pro Ace, Toyota. Und ich finde, dieses Auto ist ganz charmant gelöst. Wir haben hier hinten allerdings eine Scheibe drin. Das gibt es, soweit ich weiß, auch ohne. Und dann eben hier diese Flügeltür. Jetzt halsgleicht so ein bisschen. Das seht ihr, so geht die auf, sehr praktisch. Und jetzt ist hier hinten halt eine Ladefläche. Ja, das ist halt, glaube ich, so der feuchte Traum von einem Elektriker, oder? Da kann man dann vielleicht seinen Schrank reinbauen lassen. Wenn man einfach nur was transportieren will, lässt man so. Man kann damit auch, und das finde ich persönlich als Camper ganz spannend, könnte man sagen, ich mache da jetzt gar kein riesen Campingding draus. Ich schmeiße da hinten eine Matratze rein oder meinen kleinen Gaskocher oder beides, penne da drin und mache damit Campingurlaub. Und ich sage euch was, während ich mit einem Wohnmobil unterwegs war, habe ich richtig viele Leute mit sowas gesehen, die damit unterwegs waren, die darin gewohnt haben und habe immer gedacht, Mensch, das ist aber auch praktisch, weil relativ preiswert, ne? Sehr gut, gefällt mir gut das Konzept, da kann man auch über die Pkw-Variante nachdenken, auch als lange Version hier als Pkw-Variante könnte es für Familien noch spannender sein. Die Pkw-Variante hat auch immer 5 oder 7 Sitze, das heißt, man kommt in bekommt den immer optional als 7-Sitzer. Hier hinten seht ihr auch noch, hier hinten bekommt man das dann auch auf. Gar nicht so wenig durchdacht, dieses Auto. Und während die kurze Variante 3,4 Kubikmeter Ladefläche hat, hat die lange 4,3, was halt echt gut ist. Und jetzt seht ihr das hier so und denkt so, ja, das ist aber groß, gar nicht so spektakulär. Jetzt gehen wir aber mal zur Seite. Wie gesagt, wir bekommen diese Schiebetür hier. Optional auf der anderen Seite auch noch, also auf beiden Seiten. Und jetzt schaut mal hier rein, das ist halt richtig groß. Ich gehe mal rein. Und ihr schaut jetzt vielleicht mal von der anderen Seite rein, da seht ihr das noch besser. Und jetzt habt ihr so ein Größenverhältnis. Ich habe leider noch nicht so viele technische Daten bekommen von Toyota, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ihr seht die genaue Größe dann in der Beschreibung. Sehr, sehr praktisch. Wäre ich Handwerker, ich würde mir so ein Teil kaufen. Versprochen. Und jetzt ist eine Sache noch ganz interessant. Die Ladefläche. Weil da hat man oft das Problem, okay, ich muss jetzt vielleicht Skier für einen Riesen transportieren, Dachleisten, was auch immer. Passen da nicht rein. Und dass Toyota mitdenkt, seht ihr zum Beispiel hier dran. Jetzt bekommen wir diese Klappe hier extra auf, was spannend ist. Und bekommen dann den Sitz hier vorne. Schaut mal, hier umgeklappt, hier oben an dieser kleinen Lasche. Und dann zieht er sich runter. Und dann bekommen wir halt auf einmal 1,3 Meter hier Ladefläche bzw. Länge dazu. Oder 0,4 Kubikmeter hier vorne, was richtig praktisch ist, wenn er jetzt da vorne mal reinschaut. Das ist auch schön ausgekleidet. Richtig gut aus meiner Sicht. Aber mit der Durchreiche hier und der Möglichkeit, längere Gegenstände zu transportieren, nicht genug. Der Toyota bzw. die PSA-Plattform steht für Flexibilität, bedeutet, die Japaner denken richtig mit. Schaut es euch an. Sitzfläche kann man ganz leicht, sehr bequem, ohne viel Kraft aufzuwenden, hier nach oben klappen und hat dann mehr Stauraum. Und wenn man sich mit dem Auto ein bisschen beschäftigt, damit nicht genug, denn man kann auch die Sitzfläche von dem anderen Sitz hochklappen und hat dann da mehr Stauraum, kann Dinge vor der Frau verstecken, Pornoheftchen, Pin-Up-Girls, einen möglichen Ehering, Geld. Aber damit nicht genug, denn wir können noch was machen. Schaut es euch an, wir haben hier wieder eine blaue Lasche. Weiß ich, der Kameramann nicht, den ziehen wir und können dann hier auch noch den mittleren Sitz nach unten klappen und könnten dann hier drauf
theoretisch den ganzen Schreibkram verwenden. Das ist auch hier ein Klemmbrett. Das ist also ein richtig mobiles Büro hier. Hier seht ihr die Glasscheibe. Das ist schon sehr, sehr flexibel, Freunde. Aber was ich jetzt natürlich mal mache, ihr geht nach vorne. Ich mache hier alle Türen mal wieder zu. Und dann werde ich euch ein bisschen was über die Motoren erzählen. So, und jetzt ist es spannend, denn eine große Frage ist ja, was haben wir denn hier für Antriebe drin? Und während jetzt die Wettbewerber hier, zumindest im PSA-Konzern, alle optionalen Allradantrieb haben, beim Caddy wird es das auch geben, ja, da hat Toyota den nicht abbekommen, irgendwas muss PSA ja auch noch exklusiv haben, ne? Ganz spannend ist, vorne drin ist es übrigens sehr stark Opel Combo oder eben Citroën, aber es ist nicht Peugeot. Und dieses Auto hat auch, wie ich finde, noch eine relativ eigene Toyota-Front, was auch, sehr schön ist aus meiner Sicht. Jedenfalls, während Toyota dann sagt, ja, bei den PKWs, da wollen wir eigentlich keine Diesel mehr, das ist nicht mehr State of the Art, das nervt uns so ein bisschen, haben wir es hier. Und ich finde, das ist natürlich für so ein Auto perfekt. Ja, zum einen schön, Toyota ist stolz drauf, dass wir eine Tonne wohl damit transportieren können, innen an Gewicht. Es gibt auch bei 90% innen so eine kleine Anzeige, die dann sagt, Achtung, du hast zu viel Gewicht. Auch sehr praktisch. Ich glaube, das ist einzigartig im Segment. Und man kann 1,5 Tonnen ziehen. Und das ohne Allradantrieb. Woran liegt das? Ja, das liegt eben an den Dieselmotoren hier drin. Was haben wir? Wir haben 1,5 Liter Dieselmotor. Den gibt es in drei Ausbaustufen mit 75, 102 und 130 PS. Das ist dann ein Vierzylinder. Ja, und dieser Motor, der ist... Wir haben hier die 130 PS Variante, die höchste Variante, die ist dann mit einer 6-Gang-Handschaltung verbunden, während die kleineren eine 5-Gang-Schaltung haben. Will man also die 6-Gang-Schaltung, muss man die 130 PS nehmen, 300 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die größte Variante gibt es auch noch mit einer 8-Stufen-Automatik. Ich mache es euch hier jetzt einfach mal auf. So, funktioniert das dann? Das ist der Vierzylindermotor. Allerdings gibt es auch noch einen Benziner. Wenn ihr genauso viel Angst nämlich vom Diesel habt wie vom Coronavirus, ist es genauso unbegründet aus meiner Sicht. Denn wir haben hier auch einen AdBlue-Tank drin und alles, was es sehr, sehr sauber macht und Euro 6D Temp mindestens garantiert. Aber ihr bekommt noch einen 1,2 Liter Benziner. Der hat den Nachteil, der hat nur drei Zylinder und nur 110 PS und weniger Drehmoment. Jetzt kommen wir zu den Leistungsdaten hier und jetzt muss ich euch eine kleine Sache verraten. Ich habe sie noch nicht. Aber da der ja ähnliche Leistungsdaten hat wie die ganzen Wettbewerber, die teilweise auf gleicher Plattform stehen, wird sich die Beschleunigung hier beim etwa 1,5 Tonnen schweren Auto ja so um die 11,6 Sekunden bewegen. 186 km/h wird da wohl schnell, 300 Newtonmeter habe ich euch gesagt. Und der Normverbrauch, und das ist das Tolle bei einem Diesel, der liegt bei 4,4 Liter. Und tatsächlich habe ich auch nur bei dem Auto was zwischen 5 und 6 Liter gebraucht. Je voller der natürlich ist, beziehungsweise je mehr der beladen ist, desto mehr wird man damit auch brauchen. Aber ehrlich gesagt, Freunde, ist es so, dass ich finde, gerade bei so einem Auto, gerade fürs Handwerk oder gerade für die Langstrecke, wenn man damit campen will oder was auch immer, gibt es nichts, was einem Diesel nahe kommt. Vielleicht, was die Ökonomie oder Ökologie angeht, noch eine Erdgasvariante. Eine Elektrovariante wird es vielleicht auf der Kurzstrecke sein, ich weiß es nicht. Ihr springt jetzt mal auf die andere Seite. Ja, und wir werden ein Stück zusammenfahren. Kommt mit. So, und jetzt sind wir hier drin. Und jetzt zeige ich euch erstmal, bevor wir losfahren, so ein bisschen den Innenraum. Und jetzt seht ihr mal, wie stark ich mich hier ins Detail reinfuchse. Das ist natürlich echt beeindruckend. Ich bin Handwerker, muss eine Rechnung schreiben oder irgendwas anderes und kann mich hier einfach bequem reinsetzen, habe hier diesen Tisch. Den kann ich als Klemmbrett benutzen, aber auch vorziehen und dann kann ich den hier so drehen. Wie praktisch ist das? Hier kann ich noch Münzen rein verstauen. Richtig gut. Hier hinten ist noch mal ein kleiner Haken. Hier oben haben wir einen Haken, um Kleidung aufzuhängen. Sehr robustes Material. Hier oben können wir noch mal Dinge eben vor der Freundin verstecken. Hier seht ihr noch mal das Secret-Fach. Auch sehr, sehr praktisch. Die Lehne können wir, wie gesagt, runterklappen hier. Für die Verlängerung habe ich euch gezeigt, praktisch. Und an dem gelben Hebel da unten, da komme ich jetzt nicht hin, können wir die Sitzfläche noch nach oben klappen. Was will man eigentlich mehr? Stauraum hier drin, was haben wir?
hier vorne dieses Secret-Fach. Dann haben wir hier unten ein offenes Handschuhfach, sehr praktisch. Die Mittelkonsole ist hier geöffnet, das heißt, es kann eben hier noch jemand sitzen. Ja, dann haben wir in den Türen Platz, hier vorne Platz. Hier haben wir in der Fahrerkabine noch Platz, weil wir hier ja kein Head-Up-Display haben. Hier vorne ist Platz, Münzfächer überall und dann ist immer wichtig, das Handy ist hier, findet hier vorne Platz, keine induktive Ladefläche hier drin, brauchen wir nicht. Sechsgang-Handschaltung heißt, wir haben hier entweder den größten Dieselmotor oder den Benziner, weil nur der kommt mit der Sechsgang-Handschaltung hier. Ja, und dann habe ich euch viel gezeigt, hier vorne noch sehr analog. Den Füllzustand vom Tank, links die Geschwindigkeit, die wir fahren, oder rechts dann hier die Drehzahl. Lenkrad ist sehr massiv, viel Plastik, liegt aber gut in der Hand. Da haben wir ein kleines digitales Display da vorne, das können wir hier ändern. Haben hier alles für den Abstandsregel bzw. den Tempomaten hier vorne was Gutes. Und insgesamt ist hier drin wirklich alles sehr, sehr robust, inklusive Himmel, inklusive den Materialien. Da kann man sich wirklich vorstellen, dass das leicht zu putzen ist und dass das nicht besonders schnell verkratzt, was ich gut finde. Ja. Und dann haben wir hier dieses System hier vorne drin. 8 Zoll hat es. Hier haben wir ein USB Stecker zum Laden vom Handy und zum Verbinden, können wir dann Apple CarPlay, Android Auto hier drauf spielen. Sieht man dann immer schön, wenn man hier drauf drückt, Apple CarPlay, Android Auto, Konnektivität ist hier, haben wir jetzt nicht verbunden. Dann haben wir hier ein Radio natürlich. Wir haben hier, und das ist jetzt sehr spannend, die Assistenten. Was haben wir? Start-Stopp-System, Einparkhilfe, Parkpiepse, also toter Winkelassistent, Reifendruck. Und das war's. Beim anderen hatten wir mehr Assistenten drin. Schön ist allerdings, ich habe euch gesagt, wir haben hier ja eben kein Allrad. Aber auch da hat sich Toyota was einfallen lassen. Erstmal haben wir hier eine Bergabfahrhilfe hier vorne. Und wir haben verschiedene Fahrmodi, die dem vorne reinstempeln, vor allem wenn man mit Anhänger fährt oder mit viel Gewicht ein bisschen entgegenwirken wollen. Nämlich hier Schneemodus, seht ihr hier. Dann haben wir hier Schlammmodus. Wir haben Sandmodus und wir können das ESP ganz ausmachen und eben den normalen Modus, sehr schön hier. Ja, Sitzheizung haben wir hier drin nicht, eine manuelle Verstellung für den Fahrersitz hier. Und ja, die Sitze sind sehr bequem, sehr robust hier, tolle Materialien für sowas aus meiner Sicht. Ich habe das jetzt auch nicht im Langzeittest gehabt, aber man sitzt wirklich gut hier drin. Dann haben wir hier hinten eben dieses Glas mit dem Gitter davor, erinnert einen so ein bisschen, wie wenn man aus dem Gefängnis rausguckt oder eben rein, aber das ist halt eben so. Ja, und dann würde ich sagen, der Innenraum ist konnektiv, modern. Navi haben wir natürlich auch hier drin. Seht ihr dann hier, kann das Telefon verbinden. Einstellungen haben wir hier auch mit verschiedenen Fahrerprofilen, was gut ist, wenn dieses Auto von mehreren Leuten bewegt wird. Mit viel Platz, robust, das ist gut. Aber was ich vorschlagen würde, ist, ihr setzt euch jetzt mal neben mich und dann fahren wir ein Stück. Hier ist er, der Schlüssel, und der hat eine Besonderheit. Kein Keyless Go, was ich gerade bei Handwerkern ehrlich gesagt nicht so gut finde, dass man den noch reinstecken muss, weil die haben bestimmt immer was in der Hand und da wäre es eigentlich praktisch, wenn man ein schlüsselloses Zugangssystem sich gönnen wird. Hier haben wir ja die Feststellbremse fürs Losfahren und dann eine Besonderheit hier. Wir haben hier keine Rückfahrkamera. Auch blöd bei so einem Auto, weil da hinten sieht man zwar ein bisschen raus und die meisten Handwerker würden sagen, das traue ich mir locker zu und fahren dann auf dem Bau schnurstracks eine Laterne um. Und da würde ich sagen, nö, eine Rückfahrkamera würde ich mir hier drin gönnen, weil das Auto ist halt einfach 4,70 Meter lang. Und wenn man da hinten auch noch was drin hat, dann ist es nicht ideal. Und jetzt fahren wir und was Schönes hier. Stellen wir uns vor, wir sind Handwerker, wir sitzen hoch, die Sechsgang-Handschaltung, die findet die Gänge flutschend leicht. Ja, das ist einfacher als Teresa Orlowski. Voller Gleitgel hier. Und da würde ich sagen, habe ich es gerade echt gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Und da würde ich sagen, hier braucht man kein Automatikgetriebe, auch wenn ihr das optional hier bei diesem Auto natürlich bekommen könnt. Hier hört er dann ja die Navi-Stimme, was bei so einem Auto auch ganz wichtig ist. Und dann werden viele sagen, die jetzt überlegen, dieses Auto vielleicht als Camper zu nehmen oder auch Handwerker. 4,70 Meter ist aber schon
lang und das ist ja ein Riesenauto. Ne, vielleicht werden das auch viele nicht sagen. Was ich euch nur sagen kann ist, der hat so gute Außenmaße, dass wir in der Stadt mit diesem Auto wirklich überhaupt gar keine, aber wirklich gar keine Probleme haben. Die Schaltung ist gut, die Lenkung, ja, die ist nicht zu direkt, aber auch nicht zu indirekt. Das ist wirklich völlig okay aus meiner Sicht hier. Ja, und was schön ist, wir haben halt 300 Newtonmeter. Und die 300 Newtonmeter, die sorgen in diesem Auto dafür, dass wir halt eine richtig nette Beschleunigung haben, wenn wir hier mal durchdrücken. 11,6 Sekunden oder so werden es vermutlich sein. Und 186 km/h wird dieses Auto vermutlich schnell werden. Schön ist auch, an alle Handwerker da draußen, Europaletten ist mein Ding. Ich habe nämlich ein Europalettenbett zu Hause gebaut. Bekommt er da hinten immer 2 rein. Und das ist halt mega praktisch hier. Ja, und wenn man jetzt hier rumfährt, dann merkt man auch schon, oh, man hat auch ein relativ hohes Gefühl von Sicherheit hier drin. Und was ich jetzt mal machen werde, was bei diesem Auto vielleicht echt viel relevanter ist, als viele vielleicht denken, ich werde wenden. Und das seht ihr mal, der hat echt ganz gute Ausmaße hier zum Wenden und ihr seht auch schon, man wird sich wünschen, dass man hier hinten raus sieht. Das Lenkrad lässt sich sehr einfach bewegen und dann ist natürlich schön, man hat hier drin halt einen Tempomaten zum Beispiel, man hat einen toten Winkelwarner, wenn man denn dann will, also ACC mit dem Tempomaten hat man auch hier drin. Ja, und das ist dann gut, weil das hat eigentlich fast alle Möglichkeiten hier drin, teilautonom Level 2 unterwegs zu sein. Und auch schön ist, wenn man sich mal nicht sicher ist, Mensch, ist hier jetzt eine Tonne drin, dann gibt es hier diese Warnung, dass man bei 90% von der Tonne Zuladung dann hier vorne eine Anzeige hat, eine Warnanzeige oder einen Ton. Und man sagt 90%, okay, weil es könnte ja noch der oder die Beifahrer hier einsteigen. Und dann hätte man die Tonne erreicht und das wäre nicht gut. Das ist, soweit ich weiß, ein Unikat hier in der Klasse. Und wenn ich jetzt hier fahre, dann finde ich, das ist ein relativ durchzugskräftiges Auto. Was natürlich eine große Frage ist hier drin, ist natürlich, ja, bräuchte ich vielleicht ein Allrad in der Nutzvariante? Vielleicht schon, in manchen Fällen, auch nicht in allen. Wenn ihr Allrad wollt, müsst ihr halt zu den PSA-Brüder- oder Schwestermodellen zum Beispiel gehen oder zum VW Caddy. Aber ehrlich gesagt, in 95% der Fälle braucht er das wahrscheinlich nicht. Und dann ist halt schön, wenn wir wirklich mal im Schnee unterwegs sind, könnten wir hier auf Schnee stellen, könnten wir hier auf Schlamm stellen, könnten wir auf Sand stellen oder das ESP ganz deaktivieren, wenn wir mal stecken bleiben sollten. Und das ist dann eben ganz nett, denn da haben wir ein paar Möglichkeiten, die Traktion vorne so ein bisschen zu beeinflussen, was mir ganz gut gefällt. Ansonsten bin ich sehr überrascht, wie PKW-ähnlich sich dieses Auto hier fährt. Und ich könnte mir vorstellen, mit dem lange Strecken in Urlaub zu fahren, zum Campen zum Beispiel mit dem Diesel. Wir haben hier einen Normverbrauch gehabt zwischen 5 und 6 Litern. Das ist halt mega. Zwischen 5 und 6 Liter Diesel ist echt eine Wucht. Ja, jetzt sind wir hier an der Ampel und das ist für mich eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, euch ein Fazit zu zeichnen von diesem Auto. Was würde ich sagen? Ich kann leider noch nichts über die Preise sagen, ne? Weil die hat einfach Toyota noch nicht kommuniziert. Ich werde es euch in die Beschreibung drunter packen, sobald ich die habe. Ich kann sagen, die Nutzvariante beginnt bei 16,5, während die PKW-Variante bei etwa 20.000 Euro beginnt. Was ich definitiv machen kann, ist euch was über das Auto sagen. Und ich finde, es gibt kaum ein praktischeres Auto als das, weil das ist flexibel. Ihr habt es allein hier vorne gesehen, man kann da hinten campen drin, man kann Handwerker sein mit dem Auto, man kann ein Hobby haben wie Mountainbiken, wie Windsurfen, was auch immer. Man kann hinten eine Sitzreihe haben, man kann hinten Einzelsitze haben, man kann 7 Sitze haben, man kann da hinten Europaletten transportieren. Und ganz nebenbei ist es auch noch ein sehr gutes Auto als Diesel mit vielen Assistenten, mit moderner Konnektivität, sehr robust. Und für diejenigen, die sagen, ja, aber für die Stadt ist es zu groß, nö, das stimmt nicht. Also wenn er einen Passat oder so bewegen könnte, dann könnte er auch dieses Auto bewegen. So einen großen SUV zu bewegen in der Stadt ist wahrscheinlich genauso schwer. Und da seht ihr schon, ich bin angetan von dem Auto. Ich werde jetzt deshalb nicht Handwerker werden, weil ich habe einfach 2 linke Hände und überhaupt kein handwerkliches Talent. Jetzt ist es raus. Meine Schwiegermutter hasst mich wahrscheinlich dafür, aber ich kann auch andere Dinge nicht.
So, das war jetzt unser Review hier von dem Toyota Pro Ace City. Nicht als Verso, den Verso haben wir euch im anderen Video gezeigt, in der kurzen Variante, hier ist die lange. Ihr findet uns auf YouTube, beziehungsweise eigentlich habt ihr uns da schon gefunden. Ne? Abonniert das gerne, das seid ihr umfangreich informiert. Ihr seht auch, ich fuchse mich in die Nutzfahrzeuge brutal rein aktuell. Ihr findet da aber auch Sportwagen, Cabrios, SUVs, Kompaktwagen, Kleinwagen, eigentlich alles, was es gibt. Ja, ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, auf www.derautotester.de mit ausführlichen Fahrberichten. Das seid ihr nicht nur ausführlich, sondern auch umfangreich und in aller Kürze informiert und nicht nur informiert, sondern unterhalten. Abonniert das auch gerne, würde mich freuen. Und wisst ihr was? Dieser Verkehr in Köln ist zum Kotzen. Das ist, glaube ich, die Stadt mit dem meisten Stau. Eigentlich ist es eher ein Stau mit einer Stadt drumherum. Naja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Fahre jetzt wieder nach Hause in den Schwarzwald. Hoffe, dass ich hier in der Corona-Hochburg kein Corona bekommen habe. Oh Schreck. Setz mir wieder Nudelsieb auf den Kopf und ab in den Keller. Bis bald, Freunde.